Hallo, meine lieben Angelfreunde, willkommen zu einem kleinen weiteren Guide-Video von mir zu Fischer Online. Heute geht's nicht, oder hier geht's nicht spezifisch auf den Fisch, sondern allgemein um Angelrouten, beziehungsweise um die Rollen und um die Bremskraft, die Schnur, die wir dafür verwenden und so weiter. Also, es gibt ja unterschiedliche Angelspiele, die ihr vielleicht kennt, wenn ihr das Guide-Video hier guckt oder andere Guide-Videos von mir guckt, kennt ihr wahrscheinlich auch Fishing Planet oder Russian Fishing, ist halt von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Ich habe mich aber definitiv festgelegt auf Fischer Online, weil es mir einfach am besten gefällt. Deswegen gucken wir mal da genauer, wie das Ganze sich eigentlich zusammensetzt. Ich habe nämlich das Internet durchforstet. Ich verkaufe hier mal eben die Fische, die ich noch habe. Zack. So. Es ist grundsätzlich so, wenn wir jetzt Grundrouten, Spinrouten oder Posenrouten, egal welche Route wir da jetzt nehmen, nehmen wir jetzt mal als Beispiel hier eine Spinroute. Dann kommt es ja mal drauf an, wir gucken ja immer drauf, wie viel Kilo Belastung die Rute ab kann, das heißt, wie viel Kilo von dem Fisch Belastung die ab kann, denn eine Angelrute kann auch brechen. Ist mir bisher zum Glück noch gar nicht passiert in dem Spiel, trotz meiner über 200 Stunden Spielzeit. Allerdings dem einen oder anderen aber trotzdem schon. Deswegen, ja, gucken wir einfach mal. Also, ich habe ja jetzt zum Beispiel die hier und die da habe ich mir gekauft. So, jetzt ist es grundsätzlich so, wenn ihr euch jetzt eine kauft und sagt, ihr habt jetzt nicht so viel Geld für die, reicht die 15 Kilo vollkommen aus. Jetzt am Anfang, wenn natürlich was Größeres dran ist, kämpft ihr natürlich länger. Denn es ist ja auch der Widerstand vom Wasser, wenn Strömung ist und so weiter. Also ist ja bei Simulatoren allgemein so und im echten Leben ist es ja auch nicht anders. Deswegen ist es halt, ich sag mal, recht realitätsnah gehalten. Also wir haben jetzt hier eine Spinningroute, die 15 Kilo und dafür brauchen wir jetzt die passende Rolle und auch die passende Schnur. Grundsätzlich sollten wir gucken, dass wir jetzt zum Beispiel auf eine Rolle kommen, die 15 Kilo ab kann. Die 18 Kilo könnte man nehmen. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt empfehlen, denn, na gut, sagen wir es mal so, man kann es machen, allerdings ist es halt so, wenn wir dann mit Rechtsklick hier anschlagen, kann es allerdings sein, dass auch die Rute bricht. Das wollen wir ja umgehen, deswegen gucken wir, dass wir auf eine 15-Kilo-Rute kommen. Da wäre jetzt zum Beispiel die hier ganz okay, 16 Kilo und 6 Kilo Zugkraft. Vom Preis jetzt, wenn ihr euch jetzt eine zulegen wollt. Und halt eben zweitens halt auch wegen der Belastung 16 Kilo. Besser wäre es natürlich, wenn wir jetzt auf eine 20 Kilo Route gehen würden. Dann haben wir nämlich direkt 20 Kilo Bremskraft und 20 Kilo Zugkraft. Das schaffen Grundroutenrollen jetzt nicht so. Wie man hier zum Beispiel sieht, 45 Kilo und 17 Kilo Zugkraft. Das ist, ja, also ich meine Bremskraft ja, aber die Zugkraft, wenn ihr einen Fisch reinholt, ist dann halt recht gering. Das heißt, ihr kämpft länger. So, jetzt gucken wir mal. Ich meine, ich habe doch genau. Also die Rolle. Bei so einem Setup würde ich jetzt zum Beispiel die hier empfehlen, weil 12 Kilo ist zu wenig, 18 ist zu viel, 16 Kilo, ein Kilo drüber ist okay. Wäre natürlich cool, wenn hier eine bessere Zugkraft da wäre, haben wir aber leider nicht. Deswegen, hier ist es zum Beispiel wieder andersrum, 6 Kilo Bremskraft, 8 Kilo Zugkraft. Ja, also ich sag mal, man könnte die jetzt nehmen. Ich gucke auch gleich mal, was ich da für ein Setup bei mir direkt habe. Hier wäre noch eine andere Möglichkeit, die wir hätten mit 18 Kilo und 8. Das ist aber wieder zu knapp. Dann wäre hier 12 Kilo und 8 Kilo, aber ist wieder zu teuer. So, jetzt gehen wir mal auf die Schnur ein. Es gibt ja unterschiedliche. Ihr seht da ja, die geht bis 15 Kilo. Die ist okay. Die, naja. Sagen wir es mal so, wenn ihr jetzt blinkern wollt, würde ich grundsätzlich sagen, 100 Meter ist zu wenig. Guckt, dass ihr auf 200 Meter kommt, was jetzt dann in dem Fall eigentlich eine Karpfenschnur wäre, die halt recht dick ist. Oder eben, sagen wir mal, 150 Meter haben wir hier, 15 Kilo, das wäre jetzt ideal in unserem Fall. Die nehmen wir jetzt einfach mal mit. Dann hier, das ist natürlich für Spinfischen, sage ich jetzt einfach mal, habe ich so das Gefühl auch mit den 51 Kilo und ja. So, was auch wichtig ist, jetzt bei einer Spinroute und auch wegen der Bremskraft und so weiter, wenn wir spinnern, brauchen wir immer ein Vorfach, denn es gibt Raubfische, die reißen unser Vorfach ab. Das heißt, wir würden jetzt angenommen angeln ohne ein Vorfach und wir haben Hecht dran oder ein
Zander oder sonst was. Und wenn wir kein Vorfach dran haben, zieht das Vieh einfach den Köder weg und reißt uns das komplette Vorfach, unsere ganze Montage ab. Deswegen brauchen wir ein Vorfach. Deswegen auch, wenn wir mit Grundruten angeln, immer ein Vorfach nehmen. Wenn ihr jetzt gezielt auf Raubfische geht, sowieso. Beim Wels würde ich es auch empfehlen. Und da wir ja oftmals auch einen Beifang haben, wenn wir jetzt zum Beispiel gerade mit einem Blutköder oder mit einem Köderfisch angeln, wir jetzt zum Beispiel auf einen Graskarpfen gehen, aber ein Hecht anbeißt, kann sein, dass der uns das Vorf dass er uns unsere Montage einfach abreißt, wenn wir kein Vorfach hätten. So, also dann kommen wir mal zu der Spinningroute, die 15 Kilo, hier habe ich sie. Ja, wie ich sagte, 16 Kilo habe ich hier, 16 Kilo Bremskraft, Zugkraft 6 Kilo. Und dann eben die normale 15 Kilo Schnur, die reicht da vollkommen aus. Ein Vorfach von 17 Kilo. Es ist grundsätzlich so, ihr könnt ruhig eine Schnur nehmen, die mehr Kilo ab kann. Das heißt, ich habe jetzt 16 Kilo Bremskraft, dann könnte man theoretisch auch einfach sagen, ich nehme eine 20 Kilo Schnur da drauf. Das ist okay. Was allerdings nicht prickelnd wäre, wenn ihr jetzt eine Rute von 15 Kilo habt und haut da eine Rolle dran, die jetzt als Beispiel 25 Kilo ab kann, dann bricht euch die Rute und das wollt ihr ja umgehen. Deswegen solltet ihr gucken, dass ihr bei der Traglast immer guckt, dass es in etwa gleich ist mit dem, was eure Rute selbst ab kann. Bei der Schnur können wir allerdings wieder ein bisschen mehr dazugeben. Das heißt, wir können die 15 Kilo da jetzt wegnehmen. Ich habe jetzt gerade keine andere 20 Kilo Schnur. Machen wir jetzt einfach mal die dran. Wir holen uns jetzt einfach mal eine 20 Kilo Schnur. Wo ist denn eine? Das ist es nicht. Das sind 150 Meter. Nehmen wir jetzt einfach mal die drei Stück. Die habe ich in Benutzung. So, dann gehen wir jetzt wieder hier hin. Bei der Schnur selber können wir ruhig mehr Kilo draufgeben. Allerdings ist es dann halt wieder im Verhältnis zur Rolle zu beachten, dass wir jetzt nicht sagen, ich habe eine 16 Kilo Rolle, es ist egal, was für eine Schnur ich drauf knall, ich nehme eine mit 50 Kilo. Ist nicht prickelnd, weil die Rolle muss es ja auch bremsen können und halt eben auch den Fisch ranholen können mit der Zugkraft. Ja, was ich noch grundsätzlich sagen kann, wenn wir jetzt bei den Angelrouten sind, zum Beispiel bei den Matchrouten, die ich hier habe, und ja doch. Die ich hier habe, das ist eine aus dem Kit, die ihr euch hier kauft, ne, nicht hier, sondern da kaufen könnt bei Kits. Und da ist es zum Beispiel die Matchroute hier, das ist es, die Rolle mit 42 Kilo, die Matchroute 43, Schnur 42. Die finde ich grundsätzlich gut, jetzt gerade wenn man, sag ich mal, an einem See ist und sich noch nicht so auskennt. Sagen wir mal, nach dem ersten See und direkt denkt, oh cool, ich will mal auf Karpfen gehen, finde ich sowas ganz okay. Oder die hier. Allerdings, wenn man das jetzt mal vergleicht, ich meine, wenn man sich's im Spiel kauft, das ist natürlich extrem, wie viel Zeit wir dafür investieren müssen, bis wir so viel Geld haben, dass wir uns so eine Route kaufen können und bis wir auch an den See kommen, wo wir so eine Route kaufen können und den Rest drumherum. Aber auf was ich jetzt hier raus will, ist zum Beispiel bei der Matchroute könnte ich jetzt eine 50 Kilo Schnur dranhängen. Es wäre noch okay. Die Sache ist halt nur die, wie ihr seht, bei den Matchrouten jetzt. Die Rolle, die man dazu bekommt und die man dafür auch benutzen sollte, ist ja hier 43 Kilo, 42 Kilo und ich sage mal im Verhältnis nur 16 Kilo Zugkraft. Das heißt, die Zugkraft ist nicht so hoch, aber bremsen können was den Fisch bis 42 Kilo. Natürlich je nachdem, ob der Fisch zieht, ob es ein Raubfisch ist, die ziehen ja teilweise mehr weg. Beim Karpfen müssen wir mehr pumpen, also Rechtsklick anheben und wieder langsam runtergehen lassen. Ist halt alles so eine Sache, was man halt beachten muss. So, und bei den Grundrouten hier ist es jetzt so, da ist die gleiche Rolle dran, die gleiche Schnur. Und es ist auch wieder 42 Kilo zu 16 Kilo. Und jetzt hier bei einer größeren, wenn ihr hier mal guckt, Bremskraft 50 Kilo, Zugkraft 28 Kilo. Ein bisschen mehr wie die Hälfte an Zugkraft, wie das Maximalgewicht. Da hängen wir eine 51 Kilo Schnur dran, da ist das Vorfach eigentlich viel zu gering. Da wären 50 Kilo doch besser. Nehmen wir das da. Und ja, also da ist halt bitte immer drauf zu achten, wie ihr seht, selbst bei den Kids ist es so,
Die Rute kann 52 Kilo ab, dann kriegt man automatisch eine 50 Kilo Rolle mit. Und hier 43, 42. Und hier ist es ja nochmal das gleiche, 43, 42. Also da bitte grundsätzlich drauf achten, nicht, dass ihr, sag ich mal, auf die Idee kommt, ich habe die 15 Kilo Route, ich habe noch eine Rolle übrig, die hat 20 Kilo Zug, Bremskraft, die mache ich da dran, ist nicht so prickelnd, denn es muss ja auch ungefähr mit der Rolle verträglich sein, was ihr an Bremskraft habt und was eben auch an Zugkraft vorhanden ist. Bei der Schnur seid ihr da ein bisschen flexibler, was das angeht, nur bitte bei der Rolle aufpassen im Bezug auf die Maximaltraglast von der Spincrude oder Matchroute oder Polo-Route, wie sie hier genannt wird. Und da bitte einfach drauf aufpassen. Ja, in diesem Sinne war es das von mir mit meinem kleinen Tutorial, was jetzt die Angelrouten angeht, was für Rollen wir dafür verwenden können, was für Schnur, was für Vorfächer und so weiter. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Und ja, dann sage ich euch danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. See ya!